Lilo hier unter Ubuntu 15.04. Habe ich mal was ausprobiert? Was habe ich denn ausprobiert? Ich habe gesehen, es gibt ein Dateisystem, das es noch nicht lange gibt. F2FS. Was ist denn das denn? Ein Flash-freundliches Dateisystem. Ich habe hier eine SSD. Ist ja auch ein Flash-Dingenskärchen. So, F2FS, wer nicht weiß, was das für ein Dingenskirchen ist, hier mal nachgeschaut, soll besser mit SSDs umgehen. Was nicht unbedingt heißt, dass er schneller wird. So, hier unter Ubuntu 15.04 und Minusab habe ich ein 3.19er Kernel, das da schon mal so unterstützt. USB Release Minusa. So, Vivid Vervet, das ist aber auch der Appenkopf, den habe ich gefunden. Aber noch in der Entwicklerversion. Gut, alles mit Vorsicht zu genießen. Probieren, aber mit Daten, vorher eine Datensicherung machen. Gut, das brauchen wir sudo apt-get install. Und dann logischerweise F2FS, Tab-Taste drücken, F2FS Tools, ja. Haben wir die installiert, können wir das nutzen, wenn es nicht schon von Haus aus geht. Gut, ich habe das so gemacht. Zuerst habe ich mal versucht, mit gepartet meine komplette SSD im F2FS-System zu formatieren und Ubuntu 15.04 drüber. Nun, Ubuntu 15.04 hat gemeint, wäre schöner X4, weil beim Installieren des Betriebssystems selber wird das gar nicht angeboten, auch nicht in den erweiterten Optionen. Es gibt im Internet aber mittlerweile ein paar Workarounds dafür. Hat irgendwas mit den initialen RAM-Tools oder wie auch immer zu tun. Jedenfalls, wenn man ein komplettes Laufwerk mit F2FS formatiert, im Moment, ja, wie gesagt, im Moment Entwicklerphase und Ubuntu 15.04 installiert, dann macht es wieder X4 draus. Deshalb habe ich Ubuntu 15.04 ganz normal installiert. Hier ist Root. Ja, habe eine Swap-Datei, wunderbar. Und habe mir noch eine andere Partition gemacht, wo das F2-Filesystem drauf ist. Ne? Kann man machen mit gepartet. Gut, zuerst kommt dann möglicherweise hier noch ein Ausrufezeichen. Kann ich gelesen werden. Hat wahrscheinlich die Ursächlichkeit, dass man dann in Media, also nicht in Mount, sondern in Media, dem entsprechenden eingehängten Device, hier ist mein SSD, Partition 4, die entsprechenden Zugriffsrechte, na, dass ich Dateien erstellen und löschen kann, geben muss. Sonst kann man zwar gucken, aber nichts schreiben, das ist eher doof. Ja, also mit Rootrechten den entsprechenden Ordner, der bei euch natürlich anders heißt, müsst ihr mal gucken. Da die entsprechenden Zugriffsrechte, da kann man drauf zugreifen. Jedenfalls in der Laufwerksverwaltung. Da mal gucken, wie das so heißt. Ja, wie heißt das denn hier? Na, da hat so ein Zahnrädchen. Zahnrädchen, seht ihr das so. Und da sind die Einhängeoptionen. Da sieht man zum Beispiel auch, welche UUID die entsprechende, ja, Device hat und ob die eingehängt ist oder nicht. So, da kann man die UUID rausfinden von den Dingen. Sonst eventuell mit sudo blkid mal gucken. Ja, Passwort immer schön eintippen. Und dann weiß man, da wo Typ F2FS steht, steht auch die passende UUID, falls man sie braucht und welches Device sich dahinter verbirgt. Ne? Nur falls ihr nicht wisst, wie heißt denn jetzt der Ordner in Media, falls ihr mehrere, so wie ich, Partitionen habt. So, und da habe ich ja geguckt, also schneller war es nicht. Ne? Da hatte ich Bocken zu Gang und dachte, wunderbar. Hier ist also mein F2-Filesystem, wo ich mittlerweile auch, sieht man an, ich kann Ordner anlegen, lesen und schreiben kann. Darin habe ich jetzt mal irgendeinen Testordner angelegt. Eine größere Datei, die ist 1,1 GB groß, kopieren. Kopiere ich jetzt auf meinem Schreibtisch quasi aufs X4-Dateisystem. Und das geht verdammt zügig. Ja, könnte auch schneller gehen. Gut, man weiß nie so genau, ist da noch ein Cache zwischen oder nicht. Und hier eine andere Partition, die X4 ist. Ja, das gleiche Dateichen kopieren
auch wieder auf dem Schreibtisch. Also mein Root ist auch X4, von X4 zu X4 einfügen. Kommt immer ganz drauf an. Ne? Hier sieht es langsamer aus. Vorhin in meinem ersten Test war es genau umgedreht. Es kommt wahrscheinlich immer darauf an, was das Flash-freundliche Dateisystem gerade so anstellt und was im Hintergrund noch gecached wird. Also große Unterschiede sehe ich nicht. Aber für diejenigen, die es mal testen wollen, Ubuntu 15.04. Ne? Ubuntu 15.04. Wir sind hier in Systemeinstellung, Informationen über diesen Rechner hier auf Ubuntu 15.04 in einer frühen Version 64-Bit. Und wir könnten mal gucken in der entsprechenden Hilfe, wo ich Hilfe, wie das also ist. Und zwar Ubuntu Hilfe, da habe ich den Apfelkopf gefunden, hervorragend. So, wer sagt mir, das interessiert mich, der Apfelkopf, ich will F2 FS mal testen, der kann das tun. Jedenfalls im Internet mal suchen nach Ubuntu, Leerzeichen F2 FS. Da gibt es dann auch noch Workarounds, wie man ebenfalls das komplette Betriebssystem installieren kann. Tricks und Kniffe, was Ubuntu 15.04 standardmäßig bei der Installation noch zumindest nicht anbietet. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.